Wir haben an sehr vielen Bereichen in diesem Tiny House, in unserem Tiny House gearbeitet in den letzten Wochen. Es waren viele kleine Baustellen, die mittlerweile zum Abschluss gekommen sind. In diesem Video möchten wir euch das Ergebnis zeigen, aber auch den aktuellen Stand. Wir dachten, wir führen euch jetzt mal ein wenig durch unser Haus. Deshalb ist Anja hinter der Kamera. Ich bin der Ilan. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist unser Haus. Falls ihr es kennt, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass sich hier einiges getan hat. Nicht nur, dass die Wände mittlerweile glatt geputzt sind, sondern auch gestrichen. Und dass die Lampen mal installiert sind. Warum sind die Lampen installiert? Wir mussten sie installieren, damit dieser Lüfter hier funktioniert, beziehungsweise unsere dezentrale Wohnraumlüftung. Die ist nämlich mit der ersten Lampe hier gekoppelt, das wussten wir erst gar nicht. Und erst als die Lampe installiert wurde, ging auch das. Die Lichter, die wir hier sehen können, die strahlen einmal nach hinten ab. Das sieht man jetzt nicht so gut bei Helligkeit. Und einmal natürlich nach unten auf unsere Arbeitsplatte, die, wie man wiederum sehen kann, auch nicht mehr hier ist. Die wurde inzwischen abgeholt von unserem Schreiner. Und das heißt, da kommt dann das passende Dekor rauf für unsere Küche. Wir haben uns ja damals gegen einen Schalter, einen klassischen Schalter, Lichtschalter entschieden und für ein Funksystem. Und das Funksystem hat den Vorteil, dass wir die Leuchten, da das Smart-LEDs sind, einmal im Licht variieren können. Also wir haben drei verschiedene Farbtöne, Weißtöne, und wir können sie einmal dimmen. Was gibt es außerdem Neues in der Küche? Wir haben uns an die Fußleisten gemacht. Und zwar seht ihr hier vorne einmal am Ende unseres Küchenpodests eine Eckleiste, die eben den Fußboden oder die Stirnkante des Fußbodens schön verschwinden lässt. Die haben wir jetzt in einem Edelstahlmatt, glaube ich, gekauft, Edelstahl gebürstet. Und das Tolle ist, dass wir diese jetzt in dem Fall verschraubt haben und somit der Boden auch nochmal toll an das Podest rangezogen wird, weil uns der, wir haben den ja schwimmend verlegt, der Boden einfach etwas zu beweglich war. Vielleicht liegt es auch noch an der Fußbodenheizung, die sich einfach noch ein bisschen setzen muss. Aber durch diese Verschraubung haben wir das Problem gelöst, haben die Kanten auch schon geschützt und können dann auch in den nächsten Schritten mit unserer Schubladenverkleidung oder auch unserer Podeststufe weitermachen. Was haben wir noch, wo wir gerade bei den Leisten sind? Und zwar haben wir hier ja unsere große Küchentür. Und da war natürlich auch die Gefahr, dass gegebenenfalls Feuchtigkeit, wenn es mal geregnet hat, hier reinfließen kann. Und wir natürlich nicht wollten, dass das dann noch in die Ritzen von dem Fußboden fließt. Das heißt, wir haben hier ein Abschlussprofil gewählt, welches man ganz einfach an den Türrahmen klebt und das Wasser, falls mal welches reinkommt, auf den Boden fließt und man es einfach abwischen kann. Für die Kanten oder für die Seitenbereiche werden wir vielleicht auch noch was dran machen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Leiste mit unseren Sockelleisten später harmoniert. Also das werden wir vielleicht noch nachrüsten. Aber so viel erstmal dazu. Das heißt, der Bereich ist dann endlich auch geschafft. Bevor wir die Fortschritte in der Küche abschließen, möchten wir noch kurz erwähnen, dass wir die Küchenblöcke, das habt ihr wahrscheinlich schon in den letzten Videos mal gesehen, schon längere Zeit aufgebaut haben. Die sind inzwischen auch nicht nur mit dem Ständerwerk verschraubt, sondern auch in sich. Und da bewegt sich gar nichts mehr. Das heißt, wir freuen uns riesig, wenn endlich dann die Dekore mit unserer Arbeitsplatte fertig sind und wir dann die Arbeitsplatte verschrauben. Zum Thema Küche werden wir aber definitiv ein gesondertes Video machen, denn dazu wird es noch viel zu erzählen geben. Zu unserer Verkleidung hier, zu unserer Konvektorenverkleidung. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, dass das jetzt gleich auf Anhieb funktioniert. Im Grunde sollte das hier verschwinden. So, es hat funktioniert. Fantastisch. Und dafür haben wir auch... Anja, korrigiert mich immer. Ich sage immer Heizungsgrill. Da steht auch Grill drauf. Ne? Was würdest du sagen? Lüftungsgitter. Lüftungsgitter. Anja würde sagen Lüftungsgitter. Ich sage dazu immer Grill. Ja, auf jeden Fall haben wir diese hier bestellt in Anthrazit, also in schwarz-braun. Und hier auf dieser Seite, da der Konvektor etwa so breit ist, passen auch ganz gut zwei hin. Das heißt, den Bereich werden wir ausschneiden, einmal rechts und links, und dann werden die eingesetzt. Aber erst, wenn unser Dekor drauf ist. Das heißt, als allererstes wird unser Dekor verklebt oder verleimt, je nachdem, wie sich das dann ergibt, wie es eben am besten hält. Müssen wir uns noch erkundigen. In dieser Farbe hier. Das heißt, wir haben uns nicht für den Farbton unserer Küche entschieden, sondern hier für ein ganz einfaches Anthrazitschwarz. Das nennt sich auch Slate, dieser Farbton. Wenn wir euch dann auch die Arbeitsplatte vorstellen, also unser Küchenvideo machen, dann stellen wir euch auch dieses Material vor. Es heißt Paperstone. Hier ist dann noch die andere Seite. Auch hier das gleiche Spiel.
So, kommt rein. Und dann haben wir wieder 1, 2, 3. Die sind jetzt noch eingepackt. Wir packen sie dann später aus. Die sind gerade angekommen. Auch hier das gleiche Thema wie dort drüben. Wir müssen die Bereiche ausschneiden und erst wenn das Dekor drin ist, wird das mit Dekor ausgeschnitten und passt das rein. Hier an der Haustür war Folgendes. Irgendwie ist hier vorne eine Wärmebrücke entstanden. Auf jeden Fall hatten wir ganz leichten Dunst, weshalb wir hier ein Stück von dem Boden weggeschnitten haben und dann mit Silikon aufgefüllt haben. Und danach kam, das sieht man auch gleich optisch, in Edelstahl gebürstet, dieses Winkelprofil dann auf. Mittlerweile haben wir gar keine Probleme mehr mit Dunst an dieser Stelle. Das heißt, es hat wohl funktioniert. Weiter geht es mit dem Übergangsprofil vom Wohnzimmer ins Badezimmer. Hier haben wir uns eigentlich für verschraubbare Profile entschieden, dann aber gemerkt, dass das irgendwie für uns gar nicht gut funktioniert hat. Und am Ende haben wir das Ganze dann doch mit einem doppelseitigen Klebeband, mit so einem Kraftband verklebt. Das scheint ganz gut zu funktionieren. In die Tür kommen ja sowieso auch noch Seitenleisten, die dann auch am Boden die Leiste nochmal auf den Boden drücken, also auch den gesamten Boden, dann nochmal schön runterdrücken. Im schlimmsten Fall, falls der Kleber oder dieses Klebeband nicht halten sollte, kann man natürlich die Leiste dann auch nochmal mit Silikon befestigen. Im Moment sehen wir da jetzt allerdings keinen Bedarf, weil das mit dem Kleber ganz gut funktioniert. Selbes Thema, zweites Übergangsprofil vom Badezimmer ins zweite Zimmer. Da war es so, dass das Profil noch nicht reingepasst hat, weil wir den Boden zu eng verlegt haben. Also die Lücke war zu klein, um das Profil schön reinzusetzen und eben den Übergang unserer Böden von, ich glaube, 6 mm auf 11 mm zu überbrücken. Und da hat Ilan dann mit dem Multitool einen Teil des Korkbodens eben weggenommen, dann den Boden verlegt und auch entsprechend wieder mit dem doppelseitigen Klebeband verklebt. Auch in den letzten Videos, wenn ihr uns schon länger begleitet, habt ihr gesehen, dass unsere Dusche bereits seit ein paar Wochen steht. Wir haben diese natürlich, das haben wir noch vorher gar nicht erwähnt, sehr, sehr aufwendig aufgebaut. Das hat echt lange gedauert. Wir haben da jetzt auch keine Nahaufnahmen, weil das Ganze hier sehr, sehr eng war. Wir haben einfach versucht, unsere Actioncam aufzustellen und den Prozess so ein bisschen begleitend aufzunehmen. Das heißt, unsere Dusche samt Türen steht. Die Türen lassen sich wunderbar schließen, sehr, sehr bündig schließen. Damit sind wir total zufrieden. Wie in der letzten Woche natürlich angekündigt, müssen wir uns noch um die Abdichtung oder den Spritzwasserschutz oberhalb der Dusche kümmern. Dazu dann aber später mehr. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil wir ja beim Thema Profile waren, sind wieder Abschlussprofile, die wir tatsächlich für unsere Dusche gewählt haben. Auch hier haben wir vom Prinzip die gleichen Eckprofile oder Abschlussprofile wie bei unserer Terrassentür auf dem Küchenpodest ausgewählt. Wir haben lange überlegt, wie man da einen sauberen Übergang machen kann. Bei unserer Recherche im Internet haben wir oft gesehen, dass Komplettduschen auf den Fußboden gesetzt werden. In unserem Fall haben wir das ja nicht gemacht, um an Deckenhöhe zu gewinnen, weil Ilan natürlich auch größer ist und wir bei der Dusche einfach schauen mussten, maximale Raumhöhe zu bekommen. Das heißt, wir hatten hier natürlich vom Verlegen des Bodens eine Lücke, die irgendwie geschlossen werden musste, damit auch keine Feuchtigkeit nach dem Duschen mal darunter läuft. Und in dem Fall haben wir jetzt auch mit einem Gehrungsschnitt beide Bleche miteinander verbunden und dann das Ganze am Boden verklebt. Funktioniert super. Auch hier sind wir noch nicht ganz sicher, ob der Kleber wirklich langfristig auch hält oder ob wir da nochmal etwas nachhelfen müssen. Aber bis hierhin sind wir damit schon mal sehr zufrieden. Jetzt sind wir im kleinen Zimmer angekommen und hinter mir kann man schon erkennen, unsere Leisten. Wir haben sie so zugeschnitten, dass auch wirklich alle Kabel versteckt sind. Wir haben ja wirklich 100 Kilogramm Kabel, die hier alle zusammenkommen. Und um diese zu verstecken, bestmöglichst zu verstecken, mussten wir eine Leiste in der Höhe von 15,5 cm bauen. Wir haben aus Paulownia-Bretter zwei lange Leisten zugeschnitten. Von außen nochmal und von innen verstärkt. Das heißt, wir haben mit einem Gegenstück gearbeitet. Auch von innen haben wir also quasi nochmal, so wie wir die Steckdosen auch verstärkt haben, auch die Wand nochmal verstärkt. Das Resultat, welches wir hier sehen, ist für mich eine kleine Erlösung gewesen. Es war nämlich so, dass dieser Bereich ja ziemlich lange noch offen war. Aber jetzt, wo es geschlossen ist, ist das wirklich, ja, eine Erlösung. Hier unten hat sich noch was Kleines getan. Ich bücke mich mal dafür. Das haben wir jetzt erstmal zugeschnitten. Es ist das Brett, welches unsere Treppe verkleiden soll. Das ist jetzt nur ein Prototyp, das haben wir noch nicht ganz fertig. Das wird dann aber auch so mit der Treppe befestigt, an der untersten Stufe. Alle anderen Stufen bekommen von hinten dann auch ein Brett, welches wir eben festnageln.
oder hier in das Fichtenholz nageln werden. Und dann ist auch hier alles dicht, blickdicht, weil hier soll ja auch ein Schrank entstehen und ich möchte nicht reinschauen und auch vor allen Dingen nicht die Wasserfilter und das gesamte Pumpensystem und alles, was sich dahinter verbirgt, wollen wir ja eigentlich nicht sehen. So, das Letzte, was wir für das heutige Video zeigen wollen, ist eine Winkelleiste zu unserem Schlafloft. Auch diese ist wieder aus Edelstahl gebürstet, dreifach gekantet. Und auch das ist, wie Ilan eben schon bei den Sockelleisten meinte, eine riesige Erlösung, dass man einfach diese Stirnkanten von verschiedenen Schichten nicht mehr sieht. Man kann sich hier nicht mehr stoßen, man kann nicht hängen bleiben, das Pappelsperrholz aus Versehen beschädigen. Also auch hier haben wir wieder Edelstahl gebürstet genommen, dreifach gekantet. Wir haben zwar gedacht, die Winkelleiste auf Maß bestellt zu haben, aber irgendwie haben wir uns da mal wieder verrechnet und mussten dann nochmal korrigieren. Am Ende haben wir es geschafft, das Winkelprofil mit dem Multitool durchzuschneiden. Das war's mit den Fortschritten oder mit den vielen kleinen Fortschritten, die wir jetzt in dem heutigen Video für euch zusammengefasst haben. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr sehr gerne auch unsere Arbeit und unseren Kanal unterstützen. Wir haben ein kleines PayPal-Spendenkonto eröffnet, das verlinken wir euch gerne nochmal unten. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche einschaltet und sagen bis dahin Tschüss!